Hallöchen und willkommen bei einer weiteren Folge The Legend of Zelda Breath of the Wild im Master-Modus. Mit Crowheart. Ja, wir haben uns hier den zweiten Teil der Barbaren-Rüstung geholt. Und haben auch ein Foto eines Knochenpferdes gemacht. Was wir gleich in dem Stall noch vorzeigen müssen. Und ich hoffe, dass Zeldas Pferd, also Zelda, wie wir es genannt haben, nicht jetzt wirklich dann tot ist, weil ich tryhard-fail-mäßig versucht habe, da einen Lionel anzugreifen. So, gucken, wo es hier lang geht. Weil wenn nicht, können wir uns gleich, weil dann auch ein Schrein ist bei dem Stall, auch gleich dahin teleportieren. Steht einfach mal so ein grüner Baum da. Ach! Was auch sonst? Ja! Jetzt fängt es auch noch an zu schneien. Okay, da drüben ist der Todesberg. Hier ist eine riesige Schlucht. Eine Schlucht. Dieses riesige Labyrinth. Was nicht so easygoing war jetzt wie das andere. Okay, aber dann. Oh, das ist doch schon wieder. Dieser Herr der Wildnis hier, Satori oder wie der heißt. Wieso kann ich hier nicht raus und reinzoomen? Jetzt. Also manchmal bist du seltsam. Du kleines Gamepad, du. Oder Spiel, was es auch immer sein möge. Muss ich es ihr zeigen? Nee. Das heilige Bandschwert, ja. Claire, was mache ich nur? Na, wie ist die Lage? Hast du das Knochenpferd aufgespürt? Es soll nördlich in Tabanta-Ebene sein und eine seltsame Ruine östlich davon Unwesen treiben. Ich hab's gefunden. Watch this. Wow, das wird mich noch in meinen Träumen verfolgen. So gruselig. Aber das Bild ist gut gelungen. Das andere ist besser gelungen. Lass ich mal schnell abpausen. Danke, ein tolles Bild. Damit kann ich einen großartigen Artikel schreiben. Hier, wie abgemacht. Danke, danke. Und geschafft. Work, 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 work. So. Was haben wir denn jetzt hier noch für Aufgaben in der Nähe? Folge dem Schatten, du hast der großen Fee die Gabe, was? Du hast der großen Fee die Gabe überreicht und so Torrens Bitte erfüllt. Ah! Stimmt, der hat uns ja Geld geliehen gehabt. Also geliehen? Nee, er hat uns gegeben und geschenkt. Ja. Bitte, Pferd. Nein. Ich hoffe, man kann es noch mal einsammeln. Das epische Pferd. Und das heißt auch, dass dann wahrscheinlich das Zaumzeug kaputt ist, oder? Nee, das hab ich. Königssattel. Okay. Das ist wiederum unlogisch, aber finde ich vollkommen in Ordnung. So, wo war denn der jetzt? Hier war der. Ach, praktisch, auch ein Schrein in der Nähe. Dann geben wir dem mal sein Geld zurück. Oder sagen wir, nee, nicht Geld zurückgeben. Wir müssen ja nur sagen, dass wir die Fee gefunden haben und das Geld gegeben haben.
So, da sind wir. Da. Hey du, hast du der großen Fee meine Gabe überreicht? Na klar. Vielen, vielen Dank. Ich wusste, ich kann dir vertrauen. Du weißt, du hast die große Fee mit eigenen Augen gesehen. Ich beneide dich wirklich. Aber gut, das Wichtigste ist, dass die große Fee meine Gabe bekommen hat. Noch einmal vielen lieben Dank. Vergisst du nicht etwas? Was soll ich vergessen haben? Sag jetzt nicht, du willst eine Belohnung haben. Du konntest an meiner Stelle die große Fee besuchen. Reicht dir das denn nicht schon als Belohnung? Ach, große Fee, zeige dich mir und wenn es nur in meinen Träumen ist. Sehr logisch, der hat uns ja schon das Geld gegeben. Es wäre schon etwas sehr heftig dann. So, haben wir das erledigt. Achso, jetzt geht es da um Schloss Hyrule schon. So, aus Angelstedt. Achso, ja. Schrecken, Dorfruinen. Ja, das sind alles so Sachen. Und sonst hätten wir natürlich, klar, noch Ballade der Recken. Das DLC. Ja, gib mir mal deine Pfeile. Sasa! Ich wollte nicht nur einen. Gib mir all deine Pfeile. Wow! Wow! Yeah. Oh, die nehmen wir uns auch noch alle mit. Ja, ja. Wow! Wow! Ja. So, ich den komplett leer gekauft. Und die Sachen hier alle einsammeln. Liegt ja eh nur rum. Also früher haben wir immer die Töpfe durch die Buden geschmissen und dann... Ah. Nee, hä? Hier, so weit ist der entfernt. Schaffe ich es da diesmal hoch? Urubosas. Elektro-Party. Eton. Oh Gott. Bin gespannt, ob das jetzt was wird. Ha, passen wir mal die Rüstung dazu an. Stimmt, da fehlt uns ja auch noch einiges. Da wüsste ich sogar noch grob, wo wir einen weiteren Teil der Kletterrüstung finden. Wieso habe ich jetzt... Ich glaube, auf den Weg können wir uns machen. Die Hose war das, glaube ich. Wo ich noch so grob wusste, wo die war. Ja, es war klar. Jetzt ist natürlich, wie der Schwabe sagt, Babbela. Und das Babbela heißt so viel wie es ist leer. La 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 la. Oh, nice.
Das sind sogar richtig gute Vorkommen hier. Oh. Oh nein. Jetzt will ich da hochklettern und dann regnet es auch noch. Das Spiel mag mich gerade so richtig. Kaboom. Auch nicht schlecht. Und nun? Was ist eine Rübe, hä? Das sind mehrere große Rüben, okay. Das leuchtet auch immer noch. Komm ich da? Ja, so ein bisschen laufen kann ich wenigstens. Oh je. Yeah. Oh, das ging aber schnell. Ah, okay. Ein Stückchen hoch geschafft. Und das wird dann niemals funktionieren. Okay. Das sieht sehr schmerzhaft aus mit dem Bein. Oh! Auch nochmal eine gute Stelle. Ich hab mal wieder unverschämtes Glück. Okay. Ha, diese Gänsehautmucke. Im Regen dann auch noch. Und. Nein! Wie viel braucht man denn da bitte? Habe ich irgendwas, was mir extra... Das letzte Mal ist er dreimal geblieben. Nein, und ich habe nichts, was seine Ausdauer erweitert. Kann ich ihm... Das wäre dann richtig krass. Taucht jetzt wieder auf oder taucht er nicht auf? Doch hier. Bist du wieder weg? Was zum Essen? Was zum Essen? Okay. Ne, und jetzt ist es wahrscheinlich wieder vorbei, oder? Ja. Ich habe dreimal diese Chance, also. Und meine Fitness sozusagen, die reicht immer noch nicht aus. Das ist doch schade. Ich will mir aber jetzt auch nicht einfach eine Lösung anschauen, weil sonst wäre das jetzt hier kein ehrliches Let's Play, wenn ich mir jetzt alles nach Lösung durchspiele. Und nein, ich will auch nicht abschießen, denn ich möchte ihn ja, wenn dann, als Reittier haben.
hochgehen. Vielleicht finden wir auch noch einen Schrein. Jetzt können wir auch wieder fliegen. So. Oh, da hinten sehen wir da sogar was. Dann nehmen wir das doch mal. In Anlauf sozusagen. Oh, was? Say what? Okay. Den kenne ich gar nicht. Und da ist was zum Anzünden nebendran. Nice, dann können wir das ja. Dann können wir ja da öfters dann hin. Ich gedacht, es kann doch nicht sein, dass da nirgendwo was ist zum. Zum Schnellreisen. Hab ich den noch? Jawohl. Und? Ja. So. Dann würde ich mal sagen, rein da mit uns. So, hey, schnell ging das. Morgenpilger, ja, ach du Schande, okay. Mit Schwung. Ja gut, das Nee, so funktioniert das jetzt ja nicht. Achso, komme ich auch gar nicht rüber, hm? Jetzt kann ich mich so ein bisschen ziehen dadurch? Nee. Das geht auch nicht. Okay. Und jetzt hänge ich vor allem noch hier fest. Pff, es ist so bescheuert und wahrscheinlich. Ja, ich habe gedacht, ich kann mich jetzt rüber sprengen auf die Plattform. Okay, das geht doch, okay. Okay. Oh, das war jetzt knapp. So. Und hier, achso, oder? Oder ist das eine Eisen? Ne, ist keine Eisen, okay. Plupp. Plupp. Kaboom. Das sind mal wieder coole Rätsel. Gut, ich kenn's halt absolut gar nicht so. Ja, Wildlanze. Gut, bei Regen, aber. Achso. Ist so richtig. Ich hab so richtige Mordlust jetzt hier. Ja, so, das geht gar nicht.
Hoffentlich. Schlag mich nicht runter. Oh, okay. Oh oh. Mal 5? Grasfaser. Und das Ding schlägt mich? Nein, doch nicht. 5 Pfeile. Ich kannte das mit 3, aber doch nicht mit 5. Krass. Also richtig krass, ja. Okay. Der Grad fragen. Okay, die rutschen nicht runter. Okay. Ne? Ach man. Hilft, seht ihr das? Echt jetzt? Und das ist gerade eben echt nur typisch, kann nur mir passieren. Ist er auch wieder. Ja gut, jetzt. Ich kann mich ja nicht selber auf dem Ding. Nee, das geht natürlich nicht. Geht da eine Leiter hoch? Nee. Okay, hat sich gelohnt. Ich habe jetzt schon gedacht, ich lasse das jetzt aus. Reicht das jetzt, um da drüber zu springen? Ja. Ah, mit Schwung natürlich. Na? Ja, komm schon. Muss so mehr gehen. Nee. Hallo, du sollst das kleine Ding wieder treffen. Ach, das geht auch nicht. Hm. Oh Gott. Nee, das geht gar nicht. Kann ich es wegreißen? Nee, irgendwie nicht. Schade. Kann ich höchstens. Und das jetzt mit Schwung und. Ja, okay. Das habe ich jetzt nämlich nicht gedacht, dass das jetzt so einfach funktioniert. Achso, geht nur nach innen auf. Mal fertig hier.
So, ich danke sehr herzlich fürs Reinschalten. Das war's für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir bitte einen Daumen nach oben da. Ein Abo wäre super nice. Und über Kommentare würde ich mich auch freuen, wenn ihr dann dementsprechend mir konstruktive Kritik liefern könnt. Also, vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.